Jasmin Herren blickt nach vorne. Für Jasmin Herren, 42, waren die vergangenen Monate alles andere als leicht. Nachdem ihr Mann Willi mit gerade einmal 45 Jahren gestorben war, brach für sie eine Welt zusammen. Immer wieder wird sie an den verstorbenen Schlagerstar erinnert, lässt ihren Gefühlen mit emotionalen Beiträgen im Netz freien Lauf. Doch jetzt meldet sich Jasmin mit einem Lächeln zurück, ja richtig gehört. Starke Botschaft. Man kann sich kaum vorstellen, was die Kölnerin seit Willis überraschenden Tod durchgemacht hat, umso beeindruckender, mit welcher Stärke sie jetzt bei Instagram auftritt. In ihrer Story teilt sie ein Foto, auf dem sie richtig gut und vielleicht sogar etwas hoffnungsvoll aussieht. Auch ihre Worte lassen vermuten, dass die 42-Jährige jetzt nach vorne schauen möchte. Und irgendwann kommt das Lächeln zurück, schreibt sie dazu. Klar, der Tod von ihrem geliebten Willi wird sie für immer begleiten, und das Lächeln mag auch noch etwas zaghaft sein, doch es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn sie sich langsam ins Leben zurückkämpft, über Willi zu sprechen, fällt ihr extrem schwer. Ob wir getrennt gelebt haben oder nicht, spielte für uns gar keine Rolle. Es war alles wie immer. Wir haben viel gesprochen, viel gestritten, uns trotzdem geliebt, erzählte Jasmin, die seit März offiziell von Willi getrennt gelebt hatte, im Juni in einem tränenreichen RTL-Interview: Ich vermisse alles, was ich an ihm geliebt und nicht gemocht habe.